In diesem Video seht ihr eine Verfolgungsjagd von Teenagern zwischen 12 bis 17 Jahren nach einem bewaffneten Raubüberfall. Eine 12-Jährige, die mit ihrer kleinen Schwester den Cops davonfährt. Und einen 18-jährigen Raser, der eine junge Mutter und ihr Kind auf dem Gewissen hat. So, ihr seht jetzt gleich vorbeirasen da, das schwarze Auto. Das ist ein Auto mit Teenagern drin. 5 Teenagern, beziehungsweise nicht schlüssig, ob die da alle drin sind. Aber es gab einen bewaffneten Raubüberfall und einen Autodiebstahl. Und die Medienberichte haben das nur so weit abgedeckt, was an dem Tag passiert ist. Das sind halt sehr junge Leute, sind Teenager und da ist ein 12-jähriges Mädchen mit dabei. Es ist jetzt nicht klar, wer von diesen Teenagern da gerade am Steuer sitzt. Also es kann theoretisch sein, dass das 12-jährige Mädchen auch gerade fährt. Das sind Teenager im Alter zwischen 12 und 17 Jahren, die daran beteiligt sind, an dem bewaffneten Raubüberfall, an dem Autodiebstahl und an dieser Verfolgungsjagd, wobei natürlich noch viele mehr Straftaten bzw. Anklagepunkte mit dazukommen bei einer solchen Verfolgungsjagd. Insbesondere das Missachten der Verkehrsregeln, das Gefährden von Menschenleben, was auch immer wieder angeführt wird. Und wir schauen uns jetzt mal an. Ihr seht schon, während ich euch die Geschichte erzählt habe, das ist ein richtiges Race. Also derjenige, der da am Steuer sitzt. Also ich gehe mal davon aus, wenn solche sehr, sehr jungen Leute so eine Verfolgungsjagd machen und offensichtlich genug Fahrerskills haben, um der Polizei davon zu kommen, dass das Automatik ist. Ich kann es mir schwer vorstellen, dass ein 12-jähriges Mädchen hier die Gangschaltung da auch noch das alles peilt und so weiter und überhaupt keine Fahrerfahrung, keinen Führerschein oder keine Fähigkeiten, kein Wissen über das Fahren. Oder wenig, also ein bisschen Wissen muss ja da sein. Und ja, wir sehen jetzt hier, das ist heftig, also das sieht so aus, als wenn die Person, die da am Steuer sitzt, die Gegend kennt. Also dieser Schlenker hier in diese Seitenstraße rein, das sah schon irgendwie gekonnt und bekannt aus, vielleicht war es auch einfach nur Panik, um wegzukommen von der Polizei. Aber wenn man es vorhat, nicht, dass ich das empfehle oder sowas, aber das wäre der Weg in kleine Seitenstraßen, rechts, links und so weiter, um vor der Polizei davon zu kommen. Aber natürlich ist sofort dann auch ein Hubschrauber da, Nachrichtenteams, gerade in den USA, wo das sehr häufiger passiert. Habt ihr euch mal drüber gedacht, Stoppschild war da gerade, habt ihr euch mal drüber Gedanken gemacht, warum das in den USA so häufig passiert? Diese Verfolgungsjagden? Wegen den krassen Gefängnisstrafen, weil du mal locker 20 Jahre sitzen kannst wegen dem Raubüberfall, wo du in Deutschland 6 Jahre oder Bewährung für kommst, gerade wenn es das erste Mal ist. Ne? Oder andere Straftaten in Verbindung mit Drogen oder sonst was. Ne? Oder egal, was du da irgendwie mit hast oder Autodiebstahl oder sonst was, das wird ja alles viel, viel krasser und drakonisch mit völlig überhöhten Gefängnisstrafen in den USA bestraft. So, von daher, das ist die letzte Chance, um davon zu kommen. Allerdings müssten selbst sogar vor dem US-Justizsystem Teenager in besonderem Maße geschützt sein oder von nicht so krassen Strafen betroffen sein. Allerdings habe ich einen Fall, das kommt auch noch dran, wo wirklich definitiv ein 12-jähriges Mädchen gefahren ist. Und da sage ich, wie das Justizsystem damit umgegangen ist. Weil unter 14 gilt ja in Deutschland als Kind, das ist nicht strafmündig. Ne? Also, oder strafmündig ab 13 oder 14, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall bist du, mit 12 Jahren bist du nicht strafmündig in Deutschland. Also wenn du 12 Jahren ein Auto klaust und damit wegfährst, dann kannst du nicht verurteilt werden von einem Gericht. Du wirst natürlich vom Jugendamt hören und so weiter und es wird da versucht, dem Kind dann natürlich zu helfen und zu schauen, wo das herkommt und warum das dazu gekommen ist, aber in Deutschland wird keine in dem Alter in den Knast geschickt, auch nicht in den Jugendknast. Und ja, da gibt es anscheinend da andere Ansichten darüber, wie das passiert ist. Aber wir folgen jetzt mal ein bisschen die Verfolgungsjagd hier. Rote Ampel wieder drüber. Ja, ist natürlich die Frage, ob das das Richtige ist, so eine Person dann so unter Druck zu setzen und direkt zu verfolgen, direkt hinten dran zu fahren mit Sirene an und so weiter, weil dadurch bekommt diese Person da ja noch mehr Panik und drückt noch mehr auf die Tube. Also, na klar, muss man das irgendwie unterbinden und kann nicht einfach fahren lassen, aber halt, weiß ich, 50 oder 25 Meter dahinter fahren mit 15 Polizeiwagen, die alle die Sirenen anhaben und das Licht anhaben, wird jetzt nicht unbedingt zur Deeskalation der Lage führen. Vielleicht über Hubschrauber beobachten, wo die Person hinfährt, fährt GPS irgendwie dran. Oder es gibt auch so ein neues Fahrzeug, was so ein Nagelbrett ausklappen kann quasi. Beziehungsweise was sich von hinten anfährt und was dann solche sehr, sehr stabilen Seile ausfährt, die sich dann um die Reifen wickeln und das Auto dann stehen bleibt. So könnte man das schnell beenden. Oder in einem anderen Fall, es gibt teilweise Autos, die mit Satelliten verbunden sind, mit GPS und so weiter für Diebstahlschutz. Und da kann man auch über einen Satelliten das Auto ausschalten.
Das wären alles vielleicht ein bisschen harmlosere Methoden. Es wird hier bei der Verfolgungsjagd auch noch was passieren. Das geht nicht harmlos aus. Aber es geht für niemanden fatal aus. Und es gibt auch keine schlimmeren Verletzungen. Aber es passiert auf jeden Fall noch was. Wie vielleicht zu erwarten ist. Das war ein Close Call. Also gerade grün geworden. Aber der andere ist darüber gerast. Ich glaube, der andere ist bei Rot gefahren. Oder bei Dunkel-Orange. So, der Polizist gibt die ganze Zeit per Funk durch genau die Lage, den Ort, wo das fliehende Fahrzeug hinfährt. Aber muss schon sagen, für einen Teenager, für unter Umständen ein 12-jähriges Mädchen, was da drinnen sitzt, oder 15, 16, 17-jähriger Junge, was auch immer, wer da gerade am Steuer sitzt, sind das... Ich weiß nicht, was das blinken soll. Erstaunliche Fähigkeiten. Das ist natürlich auch der Adrenalin-Rush, der durch die Adern reinkickt und dafür erhöhte Aufmerksamkeit, Reaktionsfähigkeit und Ausdauer sorgt. Aber ansonsten muss man schon sagen, es hätte viele Hindernisse gegeben und Kurven und so weiter. Das Abbremsen ist on point in den Kurven. Das ist ja ganz wichtig, das haben ja viele Fahranfänger, das Problem, dass sie Geschwindigkeit nicht einschätzen können oder Geschwindigkeitsrausch oder sonst was und einfach schnell fahren und dann die Kurve nicht mehr kriegen. Einfach zu schnell in die Kurve fahren und dieses gar nicht einschätzen können, wie sehr das Auto dann entschleudern wird. Wir haben hier heftige Geschwindigkeiten, sehen wir. Das fliehende Fahrzeug ist fast enteilt. Was schätzt ihr, wie schnell das war gerade eben? Gerade eben war die höchste Geschwindigkeit, die man bis jetzt gesehen hat, weil es die ganze Zeit gerade ausgeht. Was schätzt ihr, wie schnell war das? Schreibt mal in die Kommentare. Also 120. Schätze ich mal schon. So 100, 120 in dem Bereich. Km/h, ne? Nicht Miles per Hour. Ist das hier irgendwo eingeblendet? Ne, leider nicht. Gibt's nicht auf dem Screen. So, das ist übrigens 2017, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie ein Video aus den 90ern oder so. Das ist gar nicht mal so lange her. Da hast du doch links gefahren, oder? Okay, wenn ich jetzt Polizist gewesen wäre, dann hätte er mich abgehängt gehabt. Ich dachte, das war das Auto, was nach links gefahren ist. Ich wäre jetzt nach links gefahren. Ja, was haltet ihr davon, da so hinterher zu heizen? Gibt es da eine bessere Möglichkeit? Oder sollte man das so machen? Und wenn man das so macht, dann... oh, da kommt ein Auto von rechts. Ja, es gibt da überall die Möglichkeit. Es sind da keine Passanten und keine anderen Fahrzeuge. Ne? Es gibt da überall diese Möglichkeit für dieses Manöver, dass man das Heck rammt, sich das Auto dann dreht, schleudert und man dann von vorne das die Wegfahrt blockiert. Und von hinten natürlich auch. Ja, also die haben Autodiebstahl, wie gesagt, und bewaffneten Raubüberfall jetzt auf ihren Schultern, wofür sie gerade stehen müssen. Und natürlich die ganzen Straftaten, die jetzt dazugekommen sind, ne? Durch diese Verfolgungsjagd. Die denken sich jetzt, aufgeben ist keine Option. Ne? Wir müssen wegkommen. Wir sind völlig am Ass. Da sind sicher auch viele dabei, die ordentlich Schiss haben von den Eltern, wenn das rauskommt. Das ist mutig, ne? Wie oft bei Rot einfach so komplett drüber geraced. Das heißt mutig, ne? Das ist extrem gefährlich. Oh! Da hat er geflucht, der Polizist. Ich glaube, der Passant wollte da helfen, ne? Oh, eingeklemmt, aber ist wieder weggekommen. Was glaubt ihr, wer sitzt da am Steuer? Die Medienberichte geben das nicht her. Das 12-jährige Mädchen, 17-jähriger Junge, 15-jähriger Junge. Was glaubt ihr vom Fahrstil her? Und das nächste Video, was ich euch zeige, zeitnah, da weiß ich sicher, dass ein 12-jähriges Mädchen gefahren ist. Und auf dem Beifahrersitz hatte sie ihre 5-jährige Schwester. Die hat das Auto geklaut, das zeige ich euch. Ich habe die Aufnahmen. Kommt demnächst, im nächsten Video. Nächste, übernächste Video oder so. Heftig. So, jetzt sind wir in zweiter Reihe. Das Auto ist weiter vorne.
Ich kann ja schon mal spoilern, das wird da einen Unfall geben. Die kommen nicht so davon. Das wird einen Crash geben. In den nächsten Sekunden. Ah, die Audio-Probleme sind so überliefert. Also es ist so aufgenommen. Da sind ganz viele Lichter, da ist der Unfall anscheinend schon passiert. Das Auto brennt. Ziehen die Waffen. Feuerlöscher haben sie da. Das ist natürlich immer gefährlich. Ja, 5 Leute wurden festgenommen, 7 Leute wurden verletzt, aber es sind geringfügige Verletzungen. Und von den 5 Leuten waren, wie gesagt, alle zwischen 12 und 17 Jahre alt. Was haltet ihr davon? Eure Meinung in die Kommentare. Hier seht ihr gerade ein 12-jähriges Mädchen vorbeirasen, die ihre 5-jährige Schwester auf dem Beifahrersitz hat. Und das ist das Auto ihrer Großmutter. Sie ist auf dem Weg zu ihrem 18-jährigen Freund und gibt dabei ordentlich Vollgas. Die Polizei verfolgt sie. Und es werden Spitzengeschwindigkeiten bis zu 126 Meilen erreicht. Das sind knapp über 200 Stundenkilometer. Die Polizei hat geäußert, dass sie heftig überrascht waren, dass sie keinen Unfall gebaut hat und dass sie ja überrascht sind, was sie für heftige Fahrerskills hat. Also wie sie sich da durch den Gegenverkehr geschlängelt hat und bei was für hohen Geschwindigkeiten sie es geschafft hat, das Auto zu kontrollieren. Man hat auch gerade eine Szene gesehen, wo sie sich zwischen 2 Autos durchgequetscht hat, weil die eigene Fahrbahn belegt war mit langsam fahrenden Autos und die Gegenspur war voll und hat sie sich zwischen 2 Autos durchgequetscht. Das sehen wir da hinten, genau in diesem Moment. Da hinten quetscht sie sich jetzt zwischen 2 Autos durch. Ich weiß nicht mehr, ob ich da durchkommen würde, ohne irgendein Auto zu berühren. Also die Polizisten haben gesagt, es ist unglaublich, dass das 12-jährige Mädchen da an Fahrleistung hingelegt hat. Das Auto war ausgestattet mit einem OnStar-Satellitensystem und konnte so über eine Fernsteuerung, also über eine App, gestoppt werden. Der Motor konnte ausgeschaltet werden und so hat ihre Verfolgungsjagd dann ein Ende genommen. Das Mädchen musste dann ins Jugendgefängnis und hat nun 3 Jahre Bewährung bekommen. Das ist Cameron Herron. Er war 18 Jahre alt, als er sich mit seinem schwarzen Ford Mustang ein Straßenrennen lieferte mit seinem Freund, der einen Nissan fuhr. In seinen Weg kam die junge Mutter Jessica mit ihrer 1-jährigen Tochter Lilia in einem Kinderwagen. Er raste den Bayshore Boulevard mit über 160 Stundenkilometern entlang im Rahmen des Straßenrennens, was er sich mit seinem Freund dort geliefert hat. Aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit konnte er weder bremsen noch ausweichen. Und was dann folgte, das können Worte schwer beschreiben. Für beide Opfer kam jede Hilfe zu spät. Zurück bleibt ein trauernder Ehemann. I've suffered horrifically every moment. Und trauernde Familien, insbesondere natürlich auch die Eltern von Jessica. Der Raser wird zu 24 Jahren Haft verurteilt und ich zeige euch jetzt seine Reaktion, während er das Urteil bekommt, während das verlesen wird. Das ist aufgeteilt in mehrere Einzelstrafen. Man erkennt an seinem Blick sehr genau, ich übersetze das für euch. So, der Richter nennt jetzt einige mildernde Umstände, unter anderem das absolute Fehlen einer vorherigen kriminellen Vergangenheit, also absolut keine Vorstrafen, das ist eines der mildernden Umstände. Er hat, wie gesagt, 24 Jahre bekommen, also jetzt, da wird er gerade verurteilt, das ist ja für amerikanische Verhältnisse geradezu wenig. Und der Richter sagt jetzt gerade, dass er so die Mitte genommen hat aus der Höchststrafe und der Minimalstrafe, die da ist, wenn man verurteilt wird. Ne? Es gibt ja immer eine Strafe, die man auf jeden Fall verhängen muss, mindestens, wenn man verurteilt wird. Und eine Maximalstrafe, die überhaupt möglich ist. Und jetzt wird er verurteilt. Durch den Mord, durch das Auto, durch die Fahrt. Schuldig, sagt er jetzt. 9 Jahre im Knast. Zweiter Anklagepunkt, selbes Verbrechen. Schuldig, 15 Jahre Knast. Und das wird mit dem anderen zusammengerechnet, also 24 Jahre insgesamt im Knast. Ich glaube, jetzt wird ihm schwindelig.
Es geht jetzt nur noch um die Gerichtskosten und er hat jetzt noch 30 Tage Zeit, das Urteil anzufechten. Aber ich glaube, ihm ist jetzt einfach nur schwindelig. Ich glaube, der sieht gerade Sterne. Und jetzt wird ihm das bewusst. Ich gehe jetzt in den Knast. Jetzt. Es ist vorbei für 24 Jahre. Aber es ist auch das Leben vorbei. Von einer jungen Mutter und einem einjährigen Kind, einem einjährigen Mädchen. Darüber muss man sich bewusst sein und darüber sollte man sich mal Gedanken machen. Und dem geneigten Zuschauer, der dieses Video jetzt gesehen hat, bitte ich auch einmal darum, Gedanken zu machen, weil ich das so oft sehe, wie Leute gedankenlos damit umgehen, mit den Gefahren, denen man ausgesetzt ist. Es geht gar nicht darum, paranoid zu sein, überall eine Gefahr zu sehen, wo gar keine ist. Im Gegenteil. Im Gegenteil, es ist sehr wichtig, realistisch, mutig und auch manchmal optimistisch zu sein, aber eben nicht idiotisch. Also im Straßenverkehr sieht man manchmal Dinge, wie leichtfertig Leute mit dem Leben von sich selber oder von ihren Kindern oder von anderen Verkehrsteilnehmern umgehen. Und auch ich hatte schon mal einen Unfall. Das war ohne Personenschaden, es ist niemand anders zu Schaden gekommen, nur mein Auto. Aber mir ist durch diesen Fehler damals bewusst geworden, was für eine Wucht, was für eine Macht man dadurch hat, wenn man diesem Auto schnell durch die Gegend fährt und wie schwierig das auch ist, zu reagieren in der richtigen Situation. Dann insbesondere noch mit Witterungsverhältnissen, mit Feuchtigkeit, mit Nässe, mit Laubblättern, Dunkelheit. Vielleicht ist man selber etwas abgelenkt oder durch einen Streit oder Stress oder sowas nicht ganz komplett Herr seiner Sinne oder durch irgendwelche anderen Umstände abgelenkt oder zum Beispiel ein Reifen kann platzen, alles Mögliche kann passieren, ein Tier, ein Reh kann auf die Straße springen. Alles Mögliche kann passieren, während man fährt. Und je höher die Geschwindigkeit ist, desto schwieriger ist es, darauf zu reagieren. So, und ja, vielleicht kann ich den einen oder anderen zum Nachdenken bewegen, wenn man hier mal sieht, was dabei rauskommen kann. Ich bin mir sicher, dass das jedem einigermaßen bewusst ist, dass es im Straßenverkehr, dass es gefährlich ist. Jeden Tag sterben 10 Menschen im Straßenverkehr in Deutschland. Jeden Tag 10 Menschen. Und viele davon sind Kinder und Jugendliche. Auch heute sind wieder statistisch gesehen 10 Menschen gestorben und morgen wieder, übermorgen wieder, jeden Tag. Ihr seht das vielleicht nicht vor der Haustür, aber das passiert und das sind auch Gefahren. Heute wird ja so getan, als wenn es quasi nur noch eine Gefahr gäbe und so weiter. Ne? Aber vielleicht denkt man da mal drüber nach. Ich habe mir da, als ich mir ihn so angeguckt habe, wie er guckt und so weiter, und er sich gedacht hat, so ja, ich race hier lang, also Bayshore Boulevard, das muss man sich nur anhören, dann weiß man schon, was da los ist, wie viele Menschen da unterwegs sind und da ist ein Strand und Restaurants und alles mögliche und Einkauf und hin und her und Ampeln und Fußgängerüberwege und Zebrastreifen und sowas. Das ist diese Straße. Wie kann man so eine Straße lang racen mit über 160 km/h? Und das war die Geschwindigkeit, die er in diesem Moment hatte. Das war höchstwahrscheinlich nicht mal seine Höchstgeschwindigkeit, die er da erreicht hatte. Wahrscheinlich ist er da sogar mit 200 km/h oder sowas lang gerast. Wie kann man so eine Straße lang racen und sich nicht darüber klar sein, hey, es kann da eine Mutter mit ihrem Kind einfach drüber kommen als Fußgängerin. Es kann ein Fahrrad sein, es kann ein Kind irgendwie vom Fahrrad, was am Bürgersteig ranfährt, das sieht man auch so oft, das ist so bescheuert, und dann, dass die Eltern da nichts machen. Es kann einfach so abrutschen oder hinfallen und auf der Straße dann landen oder sowas. Wie kann man so eine Straße so lang rasen? Und das so in Kauf nehmen. Es ist doch klar, dass sowas passieren kann. Aber ihm war es nicht klar. Und ihm war auch nicht klar, was das für Folgen, also ihm war es nicht wirklich bewusst oder ihm war es egal. Und jetzt weiß er, was das für Folgen hat. Jetzt würde er alles tun, um das zurückzunehmen. Um seinen A-Punkt-Punkt zu retten, damit er nicht 24 Jahre im Knast rumhocken muss. Der war 18, als das passiert ist. Der ist jetzt mit 21 verurteilt zu 24 Jahren Knast. Der kommt mit 45, kommt er wieder raus aus dem Knast. Ja, ihm ist das jetzt bewusst, was das für Folgen haben kann und die Menschen, die dabei gestorben sind, die Mutter und dieses kleines Kind. Ja, aber das ist halt zu spät, ne? Von daher, vielleicht bringt das ja was, wenn ich hier appelliere an alle und auch an mich selbst, auf solche Dinge zu achten und einfach vorsichtig zu sein und gerade in solchen Situationen anders zu handeln und so ein sinnloses Risiko, wo man das Leben von anderen und sich selber riskiert, nie wieder einzugehen. Mir war das damals eine Lehre, als ich den Unfall hatte. Ich habe ganz knapp nur
geschafft, noch die Kurve zu kriegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin mit hoher Geschwindigkeit auf eine Mauer zugefahren, die ich im Dunkeln nicht gesehen habe. Ich konnte gerade noch, so eine Schikane ist dort gekommen, ich konnte gerade noch nach links ausweichen, dann nach rechts, habe mich gedreht, geschleudert und bin dann gegen eine Wand geklatscht. Das Auto hatte absoluten Totalschaden. Und ich bin dort ohne Kratzer raus. Es war dort absolut weit und breit kein Mensch zu sehen. Es war mitten in der Nacht. Es war eine ländliche Gegend. Es war auf der linken Seite ein Fluss. Es gab keinen Bürgersteig, weil halt dort einfach keine Fußgänger unterwegs sind. Es war wirklich tief in der Nacht, 1-2 Uhr oder sowas. Und ich kam von einer Art Feldweg, einer Art einspurige Landstraße, wo es auch keinen Bürgersteig gibt, also wo es einfach keine Menschen gibt. Und dort bin ich sehr halt schnell gefahren und dann kam dieses Hindernis und ich konnte dort ausweichen und ja, mein Auto war komplett zerstört und ich hatte keinen einzigen Kratzer. Ich war natürlich Adrenalin auf 110 und aber mir ist das da bewusst geworden. Ich war damals 18 oder 19 Jahre alt. Ja, was für Auswirkungen das auch hat, wenn man mit echt wirklich hoher Geschwindigkeit durch die Gegend ist und wie das Heck dann reagiert. Was passiert, wenn man bremst? Ist nicht so, dass das Auto dann einfach so gerade bleibt und gerade bremst. Wenn du bei so einer Geschwindigkeit 120, 130 km/h oder sowas bremst und das Auto gerade nur so eine leichte Seitwärtsbewegung hat, und das hast du eigentlich immer, wenn du bei der Geschwindigkeit musst du ja ständig die Richtung auch angleichen. Wenn du da bremst, das Heck fängt sofort an zu schlingern, das wackelt hin und her, du bist sofort dran, dass du anfängst zu schleudern, wenn dann noch Kurven kommen und so weiter. Also ist eigentlich ein Wunder, wenn man so will, wie ich da so zwei Kurven noch rumgekommen bin, ohne vorher gegen eine Wand zu klatschen und dann mich erst dreimal im Kreis zu drehen, bis ich dann gegen eine Wand geklatscht bin. Dadurch ist natürlich wahnsinnig viel Schwung abgebremst worden, bevor ich dann gegen die Wand bin. Das ist auch der einzige Grund, warum ich den Unfall überlebt habe, weil ich da halt ja, dieses Schlingern des Hecks, ich habe von der Bremse dann losgelassen, weil das Heck so geschlingert hat und du hast das Auto dann überhaupt nicht mehr im Griff. Und habe dann nach links gelenkt. Gerade so ging es noch. Also es war wirklich kurz davor, dass man das so ausbricht und dass man dann gegen die Wand klatscht und konnte dann noch gerade so rechts lenken. Links war übrigens ein Fluss, also ein Abhang runter und ein Fluss. Also ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe, dass sich das Auto dann so gedreht hat, dass es dann nicht links in den Fluss reingefallen ist, wie es nach den Gesetzen der Schwerkraft, der Physik, der Fliehkraft eigentlich hätte sein müssen. Wenn man zuerst nach links lenkt und dann nach rechts lenkt, dann zieht es einen natürlich mit extremer Wucht nach links, logischerweise. Und dort war ein Abhang und Fluss und ich bin da aber nicht rein. Ich habe mich gedreht, das Auto hat sich gedreht und ich bin eine Mauer, die auf der rechten Seite ist. Habe ich dann mit einem lauten Knall das Ende dieser Reise gefunden. Und ja, das ist mir bewusst geworden, wie heftig dieses Auto reagiert bei so hohen Geschwindigkeiten, wenn man dann stark bremst oder auch wenn man nur leicht bremst und wie das ist, wenn du lenkst und du weißt, du kannst das Lenkrad nicht weiter einschlagen, weil dann entweder fängt das Heck an auszubrechen oder das Auto überschlägt sich. Es gibt einfach eine Grenze an Winkel, was du einlenken kannst, ab einer bestimmten Geschwindigkeit. Ja, logisch, du kannst mit 200 km/h keine 90-Grad-Kurve fahren, du überschlägst dich. Das Auto bricht aus und fängt an, sich zu schleudern, hast nichts mehr im Griff. Und das sind natürlich Tonnen, die man da bewegt und das ist natürlich lebensgefährlich für einen selber und für alle drumherum. Ich habe mich damals nur selber gefährdet, aber trotzdem war mir das eine Lehre. Vielleicht kann diese Erfahrung und auch diese Erfahrung, die man hier aus diesem Fall, den ich hier berichtet habe, den einen oder anderen dazu bringen, diese Gefahren besser einzuschätzen. Ja, das war's von mir. Passt auf euch auf. Bis demnächst. Haut rein.